Ich wünsche mir, dass es in Zukunft selbstverständlich ist, dass Bäume zur Landwirtschaft gehören und dass wir nicht die Ausnahme sind. Agroforstsysteme sind ein Landbausystem, bei dem Ackerkulturen und Bäume gemeinsam auf einer Fläche angebaut werden. Die Vorteile bei uns im Betrieb sind hauptsächlich das Bremsen der Windgeschwindigkeiten, damit die Verringerung oder Verhinderung der Erosion. Wir tragen zu mehr Biodiversität bei und das Ganze hilft natürlich auch, die Landwirtschaft klimaresilienter aufzustellen. Mein Aha-Erlebnis war ein starkes Erosionsereignis direkt bei uns am Hof. Da haben sich Dünen an meinem Zaun gebildet. Und da kam ich auf die Idee, man könnte Bäume direkt am Zaun pflanzen, um den Wind zu brechen und den Hof zu schützen. Wir haben ein sehr diverses Agroforstsystem, angefangen mit Kurzumtriebsgehölzen, die wir energetisch nutzen für die Heizung bei uns auf dem Hof. Wir haben Gehölzstreifen entlang alter Wege und strukturieren damit die Landschaft wieder neu. Und wir haben sogar eine Streuobstwiese wieder angelegt. Unsere Tiere, die wir auf dem Hof halten, profitieren davon. Sie haben Witterungsschutz und fühlen sich wohler. Aber auch die Wildtiere haben Vorteile davon. Es ist Lebensraum. Gerade in unseren Regionen ist es sehr wichtig, Wasser zu speichern. Wir können Starkregenereignisse besser abfedern und auch längere Trockenperioden überstehen. Die Zukunft sollte eine nachhaltige Landwirtschaft sein. Und dazu können alte Systeme beitragen, die wir neu denken. Wir strukturieren die Landschaft neu. Versuchen aber, die moderne Landwirtschaft darin zu integrieren. Das heißt, dass wir auch mit modernen und großen Maschinen trotzdem in Agroforstsystemen arbeiten können. Der erste Meilenstein war natürlich die Anlage des Agroforstsystems. Der nächste war definitiv die Gründung des Deutschen Fachverbands für Agroforstwirtschaft, DFAF, in dem ich zweiter Vorsitzender sein darf. Agroforstwirtschaft ist ein uraltes Landbausystem, was jetzt wieder neu entdeckt wird und hoffentlich bald einen großen Aufschwung erfährt.